Herzlich willkommen zum ersten Vlog in 2019 auf diesem Kanal. Ich habe mal ein paar der Kerzen, die wir über die Adventszeit hatten, hier behalten, weil mir das so gut gefallen hat. Da dachte ich irgendwie, es ist immer noch Winter, es ist immer noch grau draußen, man kann doch so Kerzen behalten. Ich habe auch einen Tee dabei in einer meiner Lieblingstassen. Ist nur noch zu heiß zum Trinken. Ich hoffe, ihr habt schön Weihnachten gefeiert und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich war ja Silvester über in Hamburg, das war super schön. Ich bin am Samstag vor Silvester mit dem Zug dahin gefahren und das war für mich so ein bisschen Abenteuer, weil normalerweise, gerade wenn ich irgendwie in eine Stadt fahre, in der ich noch nie vorher war und danach irgendwie da dann noch U-Bahn fahre oder Straßenbahn fahre und so, ich glaube, bis jetzt habe ich das noch nie alleine gemacht. Nicht, weil ich es vorher nicht alleine gemacht hätte, aber einfach, es hat sich nie so ergeben. Und das war jetzt sozusagen, da war ich jetzt alleingestellt dieses Mal. Und es hat aber alles gut geklappt und da war ich richtig so, ha, das Dorfkind hat die richtige Straßenbahn gefunden. Ich bin stolz auf mich. Auch wenn es jetzt keine große Sache ist eigentlich, aber das war für mich ein Erfolgsmoment noch am Samstag. Und ja, ich habe da eine Freundin besucht und zwar andere Freunde von mir waren auch noch da. Und wir waren da im Haus ihrer Eltern, die waren auch teilweise da, die waren auch voll nett. Und die Zeit da war einfach super schön. Ich war vorher noch nie in Hamburg. Und ja, es war natürlich schon dadurch, dass ich Hamburg im Winter kennengelernt habe, schon sehr grau und kalt. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man eine Stadt mal im Sommer sieht oder so. Aber Hamburg hat mir super gut gefallen. Wir haben auch echt schöne Sachen da gemacht. Wir waren alle so ein bisschen ruhiger drauf. Also wir haben jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden oder haben irgendwie versucht, alles an einem Tag zu machen oder so. Aber es war sehr schön. Wir sind mit der Fähre in die Innenstadt reingefahren, weil die Freundin von mir, die wohnt zwar in Hamburg, aber sozusagen in einem der äußeren Bezirke von Hamburg. Und ja, da sind wir nach innen halt mit der Fähre reingefahren und das war super cool, weil man halt vom Wasser aus nochmal voll viel gesehen hat und waren halt Sachen, die habe ich vorher noch nie so gesehen. Also ja, aber diese riesengroßen Schiffe, die da gebaut werden und beladen werden, und ich fand, von unserer kleinen Fähre aus sahen die so unheimlich aus. Ich dachte so, meine Güte, das sind die Schiffe, die die Eisscholle vom Lars den kleinen Eisbär kaputt machen würden irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde so, Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich finde irgendwie so große Dinge im Wasser, ob das jetzt Wale sind oder große Schiffe oder so, ich finde das irgendwie unheimlich. Ich weiß nicht, warum. Aber man hat ganz viel von der Fähre aus auch gesehen. Das war total cool. Und dann sind wir in Hamburg ein bisschen rumgelaufen und haben uns da einfach umgeschaut, wurden also so ein bisschen durchgeführt. Und an der Elbphilharmonie war ich auch mal. Und wir wollten erst auf so eine Art Plattform da, also zwischen dem Teil der Elbphilharmonie, wo Glas ist, und darunter ist ja noch so ein Teil, der irgendwie Backstein ist, gibt es so einen Bereich, da kann man eigentlich gratis hin und von da aus hat man wohl einen super guten Ausblick. Aber weil wir uns Hamburg selbst am Sonntag angeguckt haben und die da nur begrenzte Kapazität haben von Leuten, die da rauflassen, auch wenn der Eintritt frei ist, war die Schlange davor mega, mega lang. Und es war so kalt da, weil halt der Wind wirklich so von der Elbe kam und einen komplett umgeboostet hat. Also sind wir dann doch nicht da drauf, aber es war trotzdem cool, das mal zu sehen. Ich habe ein super cooles Hausboot gesehen, wo ich gedacht habe so, oh, das muss ein Hausboot an der Viola-Insel bei den Amimi-Inseln sein. Das würde cool werden. Und ja, es war einfach ein total schöner Tag und dann an Silvester selbst waren wir mehr wirklich bei ihr zu Hause und wir haben super viele Spiele gespielt, ganz viele Kartenspiele, aber auch andere Spiele, und dann haben wir Dinner for One geguckt und dann haben wir das Feuerwerk noch so angeguckt, was die Leute drumherum gemacht haben, und es war so ein bisschen ruhiger, aber das fand ich richtig schön irgendwie, also halt auch, weil ich zwei von den Leuten auch, glaube ich, seit dem Sommer nicht mehr gesehen habe. Und es ist auch einfach schön, war mal zu erzählen, so was man in letzter Zeit gemacht hat, was jetzt ansteht in nächster Zeit und so. Und es war einfach schön, auch Silvester richtig zu feiern und auch irgendwie was Besonderes zu Silvester zu machen. Also
für mich war vor allem das Besondere, dass ich in Hamburg war, vor allem natürlich, weil in dem Jahr davor und generell in den Jahren davor, in den meisten Jahren davor, war ich einfach viel, ich war viel zu Hause. Und ich weiß, besonders beim letzten Silvester war ich irgendwie zu Hause und wir hatten noch einen anderen Hund zu Besuch und er hatte total Angst vor den Silvesterraketen. Das war früher mal ein Straßenhund in Bulgarien und der hatte noch zwei Projektile in ihm drin. Also man weiß, warum der Hund Angst hat, wenn es knallt. Das ist auch, kann man ja auch verstehen. Nur da war irgendwie Silvester so überhaupt nicht mit so einer Aufregung so, oh, ein neues Jahr geht los oder so verbunden, sondern es war halt wirklich einfach nur gucken, dass das irgendwie rumgeht, mehr oder weniger. Und ja, dieses Jahr war das anders und ich glaube, das möchte ich auch mehr zur Priorität machen, Silvester mehr wirklich zu feiern und weniger einfach nur zu verbringen, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das schließt das Jahr besser ab. und ich weiß nicht, sonst habe ich auch nicht so das Gefühl, jetzt fängt was Neues an oder so, weil ich meine, ein Jahr ist ja nun mal mit den Jahreszeiten ein Kreislauf. Grundsätzlich könnte man zu jedem Zeitpunkt Neujahr hinsetzen und dann wäre das halt da. Das ist ja jetzt nicht so, ne? Aber ich weiß nicht, weil ich glaube, weil 2018 war, ich will nicht sagen Scheißjahr, weil es ist offensichtlich, ist nie alles an einem Jahr schlecht. Und viele Sachen, die anstrengend sind, haben auch eine gute Seite. Und ich käme mir auch einfach undankbar vor, gegenüber all den guten Erfahrungen, die ich gemacht habe, gegenüber all den freundlichen Leuten, die ich kennengelernt habe und auch den guten Sachen, die passiert sind. Aber alles in allem war 2018 vor allem ein sehr anstrengendes Jahr für mich. Und auch ein Jahr, wo ich jetzt nicht sagen würde, boah, jetzt ging es mir so gut dieses Jahr, es war richtig toll, sondern es war einfach nur sehr viel und manche Sachen waren gut, aber viele Sachen waren einfach nur schwierig oder anstrengend oder man hatte viel Angst oder es war sehr viel ungewiss und so und ich weiß nicht, ich hatte wirklich das Gefühl so, mir tut das jetzt gut, wenn 2018 rum ist und ich bin bereit für 2019. Ja, und es wird sich jetzt auch viel ändern in 2019. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so, ich habe ganz viele gute Vorsätze und ich bin davon überzeugt, dass ich sie irgendwie einhalte bis zum Rest vom Jahr, sondern es ist mehr so, dass sich einige Sachen jetzt automatisch ändern. Also meine Mama kommt jetzt bald aus der Chemo raus, also dass sie halt jetzt nächsten Freitag die letzte Chemo bekommt. Und ja, das verändert sich schon mal im Vergleich zu der ganzen Zeit, wo sie die Chemo bekommen hat natürlich. Das ist das eine natürlich. Dann nächsten Samstag zieht mein Papa aus. Davon hatte ich euch ja schon erzählt. Ne? Meine Eltern sind schon seit mehreren Jahren nicht mehr als Paar zusammen. Haben aber vorher so WG-artig noch zusammen im gleichen Haus gewohnt. Und das löst sich aber im Moment gerade auf. Also wie gesagt, am Samstag zieht mein Papa in seine eigene Wohnung. Und das verändert natürlich super viel, weil, keine Ahnung, wir vier, also meine Mama, mein Papa, mein Bruder und ich, wir haben halt immer in diesem Haus gewohnt. Ich bin noch nie umgezogen als Kind oder so. Das war immer das Haus, wo man nach Hause kommt und es sind alle da. Und das verändert sich. Und das war auch jetzt in den letzten Tagen sehr schwierig alles irgendwie, weil mein Papa wollte ausziehen, er möchte auch ausziehen, aber es ist trotzdem für ihn sehr emotional, weil das für ihn so ist, wir waren vorher so die Familie von vier Leuten und das ändert sich jetzt, wenn er nicht mehr dort wohnt. Und jetzt, gestern bin ich halt von meinen Eltern aus wieder hier in meine Studentenwohnung gefahren und halt so dieser Abschied war für ihn halt so, jetzt waren wir das letzte Mal alle zu viert hier zusammen und haben zu viert hier gewohnt und das ist jetzt der Abschied davon. Und das war halt super emotional alles und ich weiß nicht, für mich ist es schon was, wo ich sage, das ist jetzt nicht so, oh, pff, ist mir alles egal oder so, aber für mich war halt, ich weiß nicht, ich glaube für mich war dieser Abschied viel zu der Zeit, einfach als sich meine Eltern getrennt haben und nicht jetzt, wo sie sich räumlich verändern irgendwie, deshalb ist es für mich einfach anders. Aber auch da, das ist einfach was, da ist viel Veränderung dieses Jahr. Ich werde dieses Jahr mit meinem Bachelor fertig, das ist viel Veränderung.
je nachdem, was dann danach kommt und lauter Sachen. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, das sind jetzt meine Neujahrsvorsätze, super viele Sachen zu ändern, sondern es werden sich Sachen ändern, da kann ich überhaupt nichts, das kann ich gar nicht verhindern. Und es geht mehr darum, glaube ich, gut mit den Veränderungen umzugehen dieses Jahr. Wobei ich habe schon ein paar Neujahrsvorsätze. Also zunächst mal, ich möchte dieses Jahr unbedingt ein Fotoalbum machen. Von diesem Jahr, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und ja, das habe ich dieses Jahr vor. mein Papa hat eine Zeit lang jedes Jahr eine Fotomappe gemacht von unserem Jahr, aber ich habe selbst noch nie eine Mappe gemacht für so mein Jahr selbst. Das wollte ich dieses Jahr machen. Ich wollte dieses Jahr mehr nach draußen gehen. Selbst jetzt im Januar. Und jetzt nicht irgendwie viel, aber einfach so gucken, dass man jeden Tag so ein paar Minuten draußen ist und ein bisschen frische Luft schnappt. Und ich habe auch einfach gemerkt, so draußen zu sein entspannt mich extrem. Also einfach so Bäume zu sehen und Pflanzen an sich und ein bisschen einfach Raum zu haben und frische Luft. Das manchmal 10 Minuten draußen auf und ab gehen, hilft schon mal total viel, wenn man das Gefühl hat, man ist gestresst oder man kommt gerade nicht weiter oder so. Also ja, das würde ich gerne mehr machen. Und dann sind einfach mehr Sachen, wo ohnehin schon Veränderung begonnen hat, wo ich jetzt da sozusagen weitermachen will. Ja, ich mal schauen. Es wird hoffentlich ein besseres Jahr als 2018. Das würde ich sehr hoffen. Vor allem mal ein einfaches Jahr, das wäre mal schön. Oder zumindest ein Jahr, wo nicht alles so dramatisch ist. Das wäre schön. Ich musste auch gestern dran denken. Gestern war der 8. Todestag von einem Opa von mir. Und das war der erste Mensch, der gestorben ist, den ich jetzt wirklich selbst gut kannte. Und in den Jahren darauf, also seit diesem Zeitpunkt vor 8 Jahren und heute, ist so viel passiert, was dem gefolgt ist. Also alle meine anderen Großeltern sind gestorben. Einige enge Freunde von meinen Eltern sind gestorben, meine Mama hat Brustkrebs bekommen, meine Eltern haben sich getrennt. Also wisst ihr, es war einfach viel, viel Zeug innerhalb von 8 Jahren und ich hätte jetzt gerne so, dass es jetzt mal wieder ruhiger wird wie vor den 8 Jahren. Das wäre gut irgendwie, fänd ich besser. So langsam denkt man auch so, es reicht auch langsam. es kann jetzt auch wieder ein bisschen langsamer gehen von mir aus. Und ja, ich habe im Moment vor, so das erste Drittel vom Jahr, da bin ich ja noch im Bachelor hier am Studieren, da wollte ich mich da nochmal richtig reinknien und auch so ein bisschen mich mehr auf die Sachen konzentrieren, die mir Spaß machen am Studium, weil irgendwie ich habe das Gefühl, in letzter Zeit war es mehr so, oh, und das war anstrengend und das ist gerade nervig und so, aber halt eigentlich mache ich das total gerne und ich würde das gerne mehr in den Fokus rücken und weniger die Sachen, die mir auf die Nerven gehen, weil ich glaube, dann bin ich auch einfach besser in den Sachen, die ich mache, wenn ich halt mich daran erinnere, dass ich das eigentlich gerne mache und das nicht so, Das habe ich vor und dann im Sommer habe ich nicht so viel zu tun wahrscheinlich, also weiß ich noch nicht 100%, aber wahrscheinlich und da würde ich einfach gerne reisen und ein paar andere Sachen ausprobieren. Also, ich weiß nicht, ich fahre jetzt schon eine Zeit lang auch wieder nicht weg oder irgendwo und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich trete immer so auf der gleichen Stelle und ziehe die gleichen Bahnen und ich bin im Moment so ein bisschen lebenshungrig, glaube ich, und möchte irgendwie mal andere Sachen sehen und andere Sachen ausprobieren und das ist dann nach dem Bachelor im Sommer. Im Sommer macht es auch mehr Spaß als jetzt hier im Winter. Und dann im Herbst geht es hoffentlich richtig weiter mit dem Master. Das würde mich wirklich freuen, wenn das klappen würde. Das würde ich gerne machen. Ich habe nicht so Zeitdruck, wirklich das unbedingt schnell fertig zu kriegen, weil ich ohnehin ein kleines Eckchen jünger bin als die meisten Leute, mit denen ich studiere. Und ich halt jetzt auch nicht irgendwie Pläne habe, die da erfordern, dass ich hier sofort mit allem fertig bin. Also ich habe ja nicht vor, irgendwie, ich muss, bevor ich 30 bin, ein Haus gebaut haben oder ich habe keine Kinder. Das ist natürlich bei manchen Kommilitonen von mir auch ein Thema, ne? Wenn man eine Familie hat oder plant, bald eine zu haben, ist das alles eine andere Geschichte. Das habe ich halt alles nicht. Deswegen, eigentlich muss ich mir keinen Stress machen, aber ich fühle mich einfach besser, wenn es so immer weitergeht. Ja,
Und ich bin einfach froh, dass wir jetzt in 2019 sind und 2018 rum ist, ehrlich gesagt. Und was ich gerne auch machen würde in 2019, ist mich mal um die Belichtung für diese Vlogs zu kümmern. Weil im Moment geht es, glaube ich, ganz gut, weil es draußen noch hell ist. Und ich habe da meine Schreibtischlampe auf mich gerichtet und ich habe da eine Lampe auf mich gerichtet. Aber so, wenn es wirklich dunkel ist, häufig stört mich die Beleuchtung in den Vlogs extrem. Und da muss ich mal schauen. Vielleicht kann man das irgendwie anders lösen irgendwann im Jahr. Wobei, es lohnt sich vielleicht, sich bald drum zu kümmern. Weil wenn wieder Sommer ist, ist es ja auch wieder heller. Von daher schauen wir mal. Und ja, habt ihr Pläne für 2019? Habt ihr Neujahrsvorsätze? Ich bin gestern an einem Fitnessstudio vorbeigefahren und es war einfach krass. Jeder Parkplatz war belegt, sind Leute rumgefahren, die keinen Parkplatz gefunden haben. Ich dachte mir nur, wow, das neue Jahr hat angefangen. Jetzt irgendwie werden wieder alle Leute wahnsinnig. Also, ich denke mir im Moment auch, normalerweise mache ich überhaupt keine Neujahrsvorsätze. Dieses Jahr war es einfach, wo ich gedacht habe, ich nehme jede Motivation, die ich kriegen kann. Es ist mir egal, woher. Und deshalb war es jetzt auch so ein bisschen Silvester. Und ja, wenn ihr Pläne habt für Silvester, nicht für Silvester, für 2019 oder Neujahrsvorsätze, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bin ich gespannt. Und ja, ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Das wird besser. Was ich euch auch noch erzählen wollte: wie ihr vielleicht gemerkt habt, kam in den letzten 2 Wochen kein Ori and the Blind Forest mehr. Der Grund dafür war einfach, ich hatte eine Folge aufgenommen, das ist jetzt die nächste, die kommt. Und ich habe sozusagen irgendwann in der Folge bei was aufgegeben und es war so, boah, ich kann nicht mehr. Also ich habe da, glaube ich, schon 40 Minuten für die Folge gespielt, aber geschnitten ist die Folge nicht so lang, weil ich halt einfach nicht weiterkam in dem Spiel. Und dann wusste ich nicht so, sollte ich das jetzt so posten oder möchte ich sozusagen nochmal was aufnehmen und das hinten an die Folge dranhängen. Und dann habe ich das mega lange irgendwie vor mir aufgeschoben und ich hatte nicht mehr so richtig Lust, das einfach das noch zu machen. Und ja, ich wollte das Let's Play aber auch nicht in dem Sinn abbrechen. Ich möchte das nicht so unfertig irgendwo lassen und ich mag halt Ori als Spiel auch total. Es frustriert mich im Moment nur zu sehr. Einfach weil ich so viele andere Sachen habe im Moment, wo ich das Gefühl habe, so, okay, da muss man sich jetzt mal durchbeißen, so nach dem Motto. Und dann war halt, wenn ich dann in der Freizeit was mache, war das für mich zu viel, einfach zu anstrengend irgendwie, dass ich da dann auch noch so nie weiterkomme und das so schwierig ist und so. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn machen, dass es mich wieder mehr, dass es mir wieder mehr Spaß macht. Und was jetzt sein wird, die nächste Folge, die am Dienstag kommt, die habe ich jetzt auch fertig geschnitten, ist eine ziemlich kurze Folge. Ich glaube, die ist irgendwie 13 Minuten lang oder so, nicht so lang. Und danach die Folgen, da habe ich jetzt einige aufgenommen, als ich zu Hause war, sind mit meinem Bruder zusammen, wo teilweise hin und wieder spiele ich nochmal, häufig spielt er, manchmal spiele ich auf der Tastatur und er über die Maus für mich. Und das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig schön, weil ich habe auch bei Ori immer das Gefühl, weil ich mich so auf Sachen konzentrieren muss und weil ich auch nie weiß, klappt das jetzt und schneide ich das dann oder schneide ich das raus und es klappt überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, meine Moderation bei Ori ist auch nicht so gut. Also das hat mich auch immer gestört, weil halt ich war in dem Spiel schon nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, bei zum Beispiel der Baby Challenge bin ich auch als Let's Player einfach auch von dem Kommentar her viel besser als bei Ori. Und jetzt, wenn er dabei ist, ist das was komplett anderes. Ich fand, wir waren ziemlich gut zusammen dabei. Wir hatten leider am Anfang in den ersten beiden Folgen ein paar technische Schwierigkeiten mit dem Aufnahmeprogramm. Was schade ist, aber der Rest ist ganz gut weitergegangen und wir haben jetzt eigentlich auch genug Folgen, dass die regelmäßig kommen sollten, bis wir uns auch wiedersehen und dann nochmal zusammen aufnehmen können. Und bis aufs Weitere wird dann das Let's Play zusammen mit meinem Bruder sein, was mich super freut. Ich wollte ohnehin immer schon mal ein Let's Play mit ihm zusammen machen, wo wir wirklich permanent zusammenspielen und das jetzt nicht so was ist, wo er ist mal als Gast dabei bei einer Folge oder 2 Folgen, sondern wo er generell dabei ist. Und er ist wiederum, während ich bei Ori weniger gut bin als Kommentator oder zumindest wenn ich allein dabei bin, finde ich eher es gerade in Ori ziemlich gut. Also hoffe ich von den Leuten unter euch, die das Ori Let's Play anschauen, ist es jetzt okay, wenn wir das so machen zusammen. Und ich freue mich total, das nächste Mal mit ihm zusammen aufzunehmen. Es war eine schöne Geschwisterzeit einfach nochmal für uns. Gut,
dann wünsche ich euch ein wunderschönes 2019. Ich hoffe, ihr habt ein großartiges Jahr und es sind ganz viele schöne Erfahrungen für euch da und eine gute Zeit. Und es verändern sich die Sachen, die ihr verändern möchtet, und ihr kommt weiter. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!